So, hello guys. Welcome to Switzerland. We are here at St. Moritz and I would like to present to you a very, very short Audemann Talks about the Alfa Romeo Stelvio, which we were able to drive today. And tomorrow morning we started with some very snowy roads, so there was almost no piece of tarmac to find. And later now, and we came back to some more open roads where salt was on, and we could experience both, let's say, the all-wheel drive system in the winter, in the snow, as well as, let's say, on a dry tarmac, the sportiness and the handling of this car. So let's hop in and get some more details. So, the first thing that you realize once you take place in the new Alfa Romeo Stelvio is that everything is very similar to what you already know or what we've already seen at the Alfa Romeo Giulia, which means it's a very sporty and driver-oriented car, and the seating position, also the steering wheel, things like the aluminum shift pedals and the start button here already signalize that there's a lot more sportiness in this SUV than maybe you would expect if you go to a more higher vehicle or SUV section. Alfa Romeo also told us that they started developing this car based on the driving characteristics of the Giulia, and of course you think, yeah, okay, this is maybe a marketing story, and later in the end, of course, a vehicle with a higher weight distribution, a different, let's say, weight point, the weight is sitting a bit higher, will of course handle different than a mid-sized sedan. But I think they have done something really impressive, because I'm comparing it to, let's say, Mercedes GLC or other sporty SUVs, or BMW X4, X3 here, and even a Porsche Macan or whatever. I think they have really made a chassis and a setup which is very, very, let's say, engaging to drive. And specifically this morning when we were on icy and snowy roads in conjunction and together with this very sporty all-wheel drive system, the Q4 system, I think you really experience that this is a car which is meant to have fun. It's not, let's say, it's not driving in a very safe way only, but it's also giving you the driving pleasure and some fun if you want to stick the tail out or if you want to get everything very sporty. In order to do so, what you usually just do is you get to this DNA knob, which is already common from the Giulia, which was already part of some earlier vehicles that Alfa Romeo developed, which, let's say, N is more or less something normal. A is a very efficient mode where the drivetrain is put to the most efficient way, and if you put it to dynamic, not only at the engine sound and something is a bit more sporty, but of course also the throttle response and how the all-wheel drive system works is different. And honestly, the switch from N to D really makes the car a lot more tail happy, and I mean the ground character of the car is already, let's say, more like a rear-wheel drive car, but specifically if you put it to D, into this dynamic mode, you really see that there's it's a lot of power and traction coming to the rear wheel. So what else to say? I mean, the engine in this case is the 280 horsepower gasoline engine, and I think that perfectly matches the sporty SUV, but I can also imagine that the diesel with 210 horsepower in that case will be a good mate, as it's torquey and fits to this very luxurious and quiet character also of this car. Specifically something that I would also like to talk about, because I think it's not common that if you buy a car which is, let's say, outside the German premium brands, that you get such nice materials here. Everything sits together very well. There is no noise or whatever if you drive the car fast. So there's a lot of stiffness in the car itself and the chassis, but there's also a lot of stiffness in all the materials and everything that they use here. Also from a technology perspective, sometimes you could imagine it's somehow a mix between an Audi dashboard here, or an Audi, let's say, speedometer, and a more BMW-like infotainment system, or iDrive and MMI combination, which I would say is a good thing, because they're combining things that people are used to and bringing a lot more usability and everyday usability in those Alphas than what we have maybe have seen before in the past years.
So, meine Leute, wie üblich das Ganze auch nochmal auf Deutsch. Wir sind hier in der Schweiz und ich möchte euch einfach mal einen ganz kurzen Eindruck zum Stelvio, dem neuen Alfa Romeo SUV, geben. Wir haben die Möglichkeit gehabt, den heute Morgen schon startend um 7:30 quasi auf sehr zugeschneiten und eisigen Straßen zu testen und sind jetzt aber mehr und mehr dann auch auf trockenen bzw. freien Asphalt gekommen und konnten deswegen sehr gut das Allradsystem testen, wie es sich in beiden Situationen verhält. Insgesamt ein sehr sportliches Fahrzeug. Die Silhouette verrät es schon, dass es sich hierbei nicht um ein typisches SUV handelt, sondern eher um ein, ja, ich sag mal, ein Mittelklasse-Kombi, würde ich fast eher sagen, der so ein bisschen höher und bulliger gelegt ist. Und so fährt es auch. Aber ich denke mal, ein paar weitere Details werde ich erzählen, wenn ich drin sitze, wenn es ein bisschen wärmer ist. So, das Erste, was einem direkt mal auffällt, wenn man sich in den neuen Stelvio reinsetzt, ist, dass es ein sehr fahrerorientiertes Fahrzeug ist. Also ich sag mal, sehr ähnlich zu dem, was es auch schon bei der Alfa Romeo Giulia gibt, ein sehr sportliches Ambiente, solche Dinge wie das Lenkrad mit dem Startknopf hier, mit den Schaltwippen, geben einem sofort zu verstehen, dass man hier wahrscheinlich nicht in dem normalen, gemütlichen SUV sitzt, sondern in einer sehr sportlichen Variante, die auch eben die Fahreigenschaften von dem, was in der Mittelklasse im Bereich eben Giulia, BMW 3er oder was auch immer ansässig ist, auch in die SUV oder höher gelegte Klasse transportieren soll. Und man denkt natürlich immer so ein bisschen, sicherlich ist das Ganze auch viel Marketing-Story, was dahinter steckt. Und wenn Alfa sagt, wir haben, sag ich mal, mit der Giulia bei der Entwicklung angefangen und wollten daraus eben auch ein sportliches, hoher gelegtes Fahrzeug machen, kann man sich natürlich vorstellen, naja, ganz lässt sich diese Idee vielleicht nicht transportieren, wenn man über einen höheren Schwerpunkt nachdenkt oder auch Gewichtsverteilung vielleicht nicht optimal ist. Aber dadurch, dass die Ingenieure es geschafft haben, wirklich zumindest schon mal bei der Gewichtsverteilung weiterhin eine 50-50-Verteilung hinzubekommen, was in dieser Klasse, soweit ich jetzt jedenfalls informiert bin, nicht unbedingt üblich ist. Also ich glaube, auch der BMW kommt da nicht ganz ran und die anderen Konkurrenten, die es da eben entsprechend gibt, haben eine deutlich frontlastigere Verteilung. Dazu kommt eben auch das geringe Gewicht des gesamten Fahrzeuges. Und diese Faktoren zusammen, die führen doch schon zu einem sehr, sehr sportlichen Handling für ein SUV. Also wir sind jetzt gerade auch mal eine sehr, sehr enge Serpentinenstraße gefahren, haben davon auch noch ein paar Aufnahmen gemacht, werde ich euch gerne auch im Verlauf der nächsten Tage noch zeigen. Es ist schon beeindruckend, wie schnell man das Auto bewegen kann und was man da für Geschwindigkeiten drauf bekommt und wie im Verhältnis, sage ich mal, zu der Fahrzeuggröße und dem Fahrzeugaufbau, wie wenig denn doch Wankbewegungen da drin sind. Also ich denke mal schon, gerade wenn man das dann jetzt, wir sind jetzt auf Winterreifen, vielleicht nochmal auf etwas gewissen größeren Sommerreifen fährt, ich glaube, was ist der 19 Zoll auf jeden Fall dazu bekommen, vielleicht sogar 20 Zoll, denke ich, dass das ein sehr sportliches Fahren ermöglicht. Ich sag mal, wie stelle ich das Fahrzeug so ein bisschen grundlegend ein? Alfa Romeo hat das in den vergangenen Fahrzeugen und auch insbesondere bei der Giulia schon ein bisschen gezeigt. Es gibt eben diesen sogenannten DNA-Schalter, wobei normal eigentlich mehr oder weniger die Mittelstellung ist, komfortables oder automatisches Fahren. Alles wird angepasst. A ist dementsprechend der Modus, wo wir möglichst effizient unterwegs sind und alles sehr, sehr auf zurückhaltend eingestellt ist. Aber der Sprung zu Dynamik, auch gerade von N, der Sprung zu Dynamik ist nochmal deutlich zu spüren, weil jetzt hier nicht der Motor, nur das Getriebe deutlich aggressiver zu Werke gehen. Also viele vielleicht schon zu aggressiv, aber ich denke auch für ganz viele genau das, was sie erwarten, wenn sie ein Auto von normal auf Dynamik stellen, dass sich wirklich etwas tut. Und das kann man hier auch kann man so sagen, dass insbesondere auch die Allradverteilung mehr hecklastig wird, die Gangwechsel, irgendeiner hat da glaube ich sogar gesagt, dass es irgendwie 20 bis 30 Millisekunden sind, der Gangwechsel, obwohl es ja eine Wandlerautomatik ist, und das so haut er die Gänge auch rein. Also das ist fast schon wie, ja, wie ein sequenzielles Getriebe und muss man sagen, hat einen sehr, sehr sportlichen Charakter. Auch insbesondere, weil wir heute Morgen auf dem Schnee gewesen sind, konnte man sehen, dass im Dynamikmodus eben sehr, sehr stark auch das Heck rausschwenkt und man das Auto eigentlich wie ein Hecktriebler fahren kann. Eine Charakteristik, die auch bei der Giulia Veloce dementsprechend mit dem Q4-Allradantrieb wohl auch sehr ausgeprägt ist. Also das ist schon eine sehr sportliche Variante und wie gesagt, dadurch, dass jetzt die entsprechenden Parameter und Kennlinien auch noch geupdatet werden, eine sehr, sehr interessante Option. Eine letzte Sache, die ich auch nochmal sagen will, viele sagen ja immer, na gut, das ist jetzt das sportliche Fahren und bei so einem neuen Fahrzeug sieht das alles gut aus. In der Vergangenheit hatte man ja immer so ein bisschen Sorgen bezüglich der Materialanmutung, Qualität insgesamt, vielleicht auch Langlebigkeit. Also wir sind gestern, wie gesagt, 3,5 Stunden in der Giulia Veloce unterwegs gewesen, heute einen ganzen Vormittag in dem Stelvio. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Qualität, was, sage ich mal, die Materialien hier anbelangt, die Festigkeit der Materialien, aber auch insbesondere sowas wie Spaltmaße, auch
auch entsprechend, wie, sag mal, knackfest ist das Ganze. Ne? Also wenn man jetzt über ein Kopfsteinpflaster fährt oder entsprechend das Auto sehr schnell bewegt, die Gesamtsteifigkeit des Fahrzeuges ist sehr, sehr gut. Aber auch die Steifigkeit der Teile im Innenraum ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Das heißt, das wird diesem Premium-Charakter und diesem besonderen Charakter, den Alfa Romeo da versucht jetzt zu erreichen, aus meiner Sicht auch gerecht. Also ich glaube, wenn viele Leute jetzt hier vom BMW 3er in Giulia umsteigen oder auch entsprechend von einem X3 in ein Stelvio, dann wird das sicherlich kein Rückschritt sein. Also das muss man sich ganz klar nochmal vor Augen führen und sollte sich das Auto vielleicht zumindest mal vor Ort beim Händler nochmal anschauen, um da dann auch selber ein Urteil drüber bilden zu können. Also ich kann das hier im Video natürlich eben nur ansprechen, aber kann da einfach nur nochmal darauf hinweisen, dass da Riesensprünge nach vorne passiert sind. Naja, das soll es von heute erstmal gewesen sein. Wir haben natürlich viele weitere Aufnahmen auch noch ein bisschen gemacht. Eine kleine Beschleunigungsaufnahme ist natürlich jetzt hier in der Schweiz nicht ganz so einfach, aber insbesondere noch ein paar Vorbeifahrten, wo man, denke ich, auch mal ein bisschen sieht, wie der Allradantrieb vielleicht funktioniert und auch noch so ein kleines Roadtrip-Video, wie wir hier um St. Moritz unterwegs gewesen sind. Bis dahin erstmal schöne Tage und wir hören uns bald wieder. Ciao.